Die stillgelegte Bahnstrecke von Kalbemilde nach Beetzendorf. Seit Jahren ungenutzt und verwildert. Für Burkhard Vorschulze sind das ideale Voraussetzungen, um Photovoltaikanlagen zu platzieren. Aber nicht nur das. Da die Trasse ohnehin die Dörfer verknüpft, warum sie nicht wieder als Verkehrsverbindung nutzen? Die Vision ist, dass wir natürlich hier auch die Radwege mitgestalten wollen, dass Elektromobilität auch im Bereich dieser Bahntrassen stattfindet. Ob das nun E-Bikes sind, ob das nun Scooter sind oder es sind ja auch andere Fahrzeuge, denkbar Kleinfahrzeuge mit geringen Geschwindigkeiten, die hier fahren können. Konkret möchte sein Start-up-Unternehmen die Strecke zum Teil mit den Solarpanelen überdachen, die Anlagen in anderen Abschnitten aber auch neben die Fahrradwege setzen. Für landwirtschaftlichen Verkehr oder Tiere sollen Durchlässe geschaffen werden. Wir haben auch vor, Wetterschutzhäuschen zu bauen, also bei Gewitter zum Beispiel. Und an diesen Stationen möchten wir auch gerne Ladestationen einrichten für die E-Bikes und für die E-Scooter und für sonstige elektrifizierte Mobilität. Er soll beleuchtet sein, vor allen Dingen teilweise, dass auch wenn man im Dunkeln fährt, dass man sich hier auch wohlfühlt. Und er soll halt eben Ortschaften miteinander verbinden. Eine Idee, die auch in der Tourismusbranche gut ankommt. Die Pension Schwarzer zum Beispiel beherbergt immer wieder Fahrradfahrer. Aus Sicht von Betreiberin Ruth Schwarzer könnte der erste stromerzeugende Fahrradweg Deutschlands die Region noch attraktiver machen. Das reizt ja auch noch mehr, wenn man dann nicht erst noch gucken muss, wo kann ich das aufladen oder muss ich in meinem Gepäck jetzt auch noch diverse Akkus mitführen. Wenn ich denn also aufladen kann, würde ich persönlich das gut finden. Auch Kalbes Bürgermeister würde sich einerseits über die Strecke freuen, weil sie das Radwegenetz für Touristen und Anwohner in Richtung Westen erweitert. Andererseits sei das Projekt auch eine gute Idee bei der Umsetzung der Energiewende, bei der im ländlichen Raum vor allem um begehrte Ackerflächen gestritten wird. Wir können ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, wenn dieses Projekt umgesetzt wird, weil hier werden keine landwirtschaftlichen Flächen versiegelt. Ja, hier wird man ja auf alten Bahnanlagen im Wesentlichen bauen und insofern ist das da schon ein großer Pluspunkt dabei. Ich sehe aber auch eben den Aspekt, dass wir hier tatsächlich uns ein Stück weit auch modern aufstellen können und vielleicht sogar als Pilotierung das für uns in Anspruch nehmen können. Und Burkhard Vorschulze denkt schon weiter. Würden bundesweit alle stillgelegten Bahntrassen mit Solaranlagen bestückt, bräuchten wir nach seinen Berechnungen 70% weniger Atomstrom in Deutschland. Noch aber müssen erst einmal alle Anwohner, Interessengruppen und Gremien dem Solarradweg bei Kalbe überhaupt zustimmen. Baubeginn wäre dann frühestens in einem Jahr.